Knochenbrühe ist in letzter Zeit sehr beliebt geworden, vor allem bei gesundheitsbewussten Menschen. Das liegt daran, dass ihr viele gesundheitliche Vorteile zugeschrieben werden. Knochenbrühe wird durch Einkochen von Knochen und Bindegewebe von Tieren hergestellt. Diese sehr nahrhafte Brühe wird häufig für Suppen, Soßen und Bratensäfte verwendet. In letzter Zeit hat sie auch als Gesundheitsgetränk an Popularität gewonnen. Sie enthält viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Im Allgemeinen ist Knochenbrühe sehr nahrhaft. Tierknochen sind reich an Calcium, Magnesium, Kalium, Phosphor und anderen Spurenelementen. Genau die Mineralien, die für den Aufbau und die Stärkung der eigenen Knochen benötigt werden. Das Bindegewebe liefert Glucosamin und Chondroitin, natürliche Verbindungen, die im Knorpel vorkommen und bekanntermaßen die Gelenkgesundheit unterstützen. Knochenmark liefert Vitamin A, Vitamin K, Mineralien wie Zink, Eisen, Bor, Mangan und Selen sowie Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. 2. Sie kann sich positiv auf das Verdauungssystem auswirken. Knochenbrühe ist nicht nur leicht verdaulich, sondern kann auch die Verdauung anderer Nahrungsmittel fördern. Die in der Knochenbrühe enthaltene Gelatine zieht auf natürliche Weise Flüssigkeiten an und bindet sie. Aus diesem Grund gerinnt richtig zubereitete Brühe im Kühlschrank. Gelatine kann auch Wasser in deinem Verdauungstrakt binden, was dazu beiträgt, dass die Nahrung leichter durch deinen Darm wandert. 3. Sie kann zur Bekämpfung von Entzündungen beitragen. Die in der Knochenbrühe enthaltenen Aminosäuren, darunter Glycin und Arginin, haben eine stark entzündungshemmende Wirkung. Während ein gewisses Maß an Entzündung notwendig ist, kann eine chronische Entzündung zu einer Reihe von schweren Krankheiten führen. Dazu gehören Herzerkrankungen, Diabetes, das metabolische Syndrom, Alzheimer, Arthritis und viele Krebsarten. Aus diesem Grund ist es wichtig, viele entzündungshemmende Lebensmittel zu essen. 4. Die darin enthaltenen Nährstoffe verbessern nachweislich die Gesundheit der Gelenke. Kollagen ist das wichtigste Protein in Knochen, Sehnen und Bändern. Während des Kochvorgangs wird das Kollagen aus Knochen und Bindegewebe in ein anderes Protein, die Gelatine, umgewandelt. Gelatine enthält wichtige Aminosäuren, die die Gesundheit der Gelenke unterstützen. Sie enthält Prolin und Glycin, die der Körper zum Aufbau seines eigenen Bindegewebes verwendet. Dazu gehören Sehnen, die die Muskeln mit den Knochen verbinden, und Bänder, die die Knochen miteinander verbinden. 5. Sie ist günstig für den Gewichtsverlust. Knochenbrühe ist in der Regel sehr kalorienarm, kann aber trotzdem den Hunger stillen. Studien haben ergeben, dass der regelmäßige Verzehr von Suppe das Sättigungsgefühl steigern und mit einer Verringerung des Körpergewichts und des Bauchfetts in Verbindung gebracht werden kann. Darüber hinaus ist Knochenbrühe reich an Proteinen, die dazu beitragen können, den Appetit zu kontrollieren, die Gewichtsabnahme zu fördern und die Muskelmasse zu erhalten. 6. Sie kann den Schlaf und die Gehirnfunktion verbessern. Die Aminosäure Glycin, die in Knochenbrühe enthalten ist, kann zur Entspannung beitragen. Mehrere Studien haben ergeben, dass Glycin den Schlaf fördert. Eine Studie stellte fest, dass die Einnahme von 3 Gramm Glycin vor dem Schlafengehen die Schlafqualität von Personen mit Schlafproblemen deutlich verbesserte. Die Einnahme von Glycin vor dem Schlafengehen half den Teilnehmern, schneller einzuschlafen. Sie konnten einen tieferen Schlaf beibehalten und wachten weniger oft in der Nacht auf. Anstatt übrig gebliebene Knochen und Kadaver von Mahlzeiten in den Müll zu werfen, solltest du sie für die Herstellung von Brühe aufheben. Du kannst die Knochen in einem Beutel sammeln und im Gefrierschrank aufbewahren, bis du sie zubereiten möchtest.